Heute zeige ich euch, wie man einen Sternenhimmel fotografiert und was ihr dazu braucht. Los geht's! Mein Name ist Michael und ihr seid auf Amazing Nature Alpha. Wenn ihr Sterne fotografieren wollt, so sucht euch möglichst einen Ort, der fern von jeglicher Lichtverschmutzung ist. Lichtverschmutzung, was ist das eigentlich? Wenn ihr zu nahe an großen Städten fotografiert, dann ist nicht nur mehr Dreck in der Luft, sondern Städte erzeugen auch Unmengen an Licht, das dann gegen den Himmel strahlt. Dabei werden feine Partikel in der Atmosphäre angeleuchtet und deshalb ist euer Bild nicht ganz so klar, als würdet ihr fern von Städten fotografieren. Karten mit der geringsten Lichtverschmutzung findet ihr im Internet. Einfach mal googeln. Aber ganz ehrlich, ich habe auch so eine Karte noch nie verwendet. Am besten einfach etwas wach durch die Natur gehen, dann kommt man meist selber schnell dahinter, wo der Himmel besonders klar ist. Heute zum Beispiel stehe ich hier auf 1600 Meter Höhe und wenn die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, dann sieht man hier die Milchstraße mit bloßem Auge. Das ist immer ein gutes Zeichen. Um den Sternenhimmel zu fotografieren, empfehle ich euch für den Anfang eine Kamera mit großem Sensor, also so ab APS-C-Größe. Am besten ihr habt dann noch ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv mit f2,8, aber f4 gehen natürlich auch. Die Brennweite sollte am Anfang zwischen 16 und 24 mm sein. Dann müsst ihr eure Kamera auf ein stabiles Stativ setzen, stellt alle Automatiken der Kamera aus. Setzt das Modus-Wahlrad auf M, deaktiviert euren Stabilisator, denn er verwischt euch bei langer Verschlusszeit das Bild. Schaltet den Autofokus ab und geht am besten in den RAW-Modus. Den Weißabgleich würde ich auch fest vorgeben, hier eignet sich Tageslicht ganz gut. Öffnet die Blende so weit, wie es euer Objektiv zulässt. Fokussiert dann auf unendlich, indem ihr etwas am Horizont manuell scharf stellt. Kommt ihr erst nachts an, dann ist es mit dem Fokussieren etwas schwieriger. Entweder ihr habt dann am Horizont ein kleines Licht, das ihr scharf stellen könnt, oder ihr müsst euch mit ein paar Fotos herantasten. Benutzt eure Fokuslupe dazu, sofern eure Kamera diese Funktion besitzt. Beginnt am besten mit einer 20-Sekunden-Belichtung bei offener Blende und ISO 3200. Da die Sterne sich ja bewegen, werden sie bei zu langer Belichtungszeit zu Strichen. Dies kann man bei dieser eingeblendeten Aufnahme gut erkennen, aber ich finde auch, es hat auch durchaus seinen Reiz. Das ist gerade von eurer Brennweite abhängig. Benutzt ihr 16 mm, könnt ihr getrost 30 Sekunden belichten. Habt ihr eine 24 mm Linse, würde ich nicht über 20 Sekunden gehen. Setzt eure ISO ruhig auf ISO 6400, wenn das eure Kamera hergibt. Wichtig ist noch, berührt eure Kamera beim Auslösen nicht. Entweder ihr verwendet euren 10 Sekunden Selbstauslöser der Kamera oder ihr habt einen Fernauslöser, damit geht es natürlich auch. Und dann solltet ihr so eine Aufnahme am Ende erhalten. Habt ihr in RAW aufgenommen, dann könnt ihr noch so eine Aufnahme daraus machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig weiterhelfen und wünsche euch noch viel Freude beim Ausprobieren. Falls ich etwas vergessen habe, stellt einfach eure Fragen unten in den Kommentaren. Ich hoffe, ich kann jede davon beantworten. Bis bald mal wieder. Tschüss!